Retten ohne Grenzen. Ist nur möglich, schnellstmöglich, wenn man die Key-Accounts kennt. Einsatz-Report24. Ich habe jetzt gerade ein Haus angerufen. Der Chef ist nicht da. Jetzt müssen die Verletzten warten. Obwohl ich einen Abo-Schlüssel habe, muss ich warten. Das eine ist das Tor, was ich öffnen kann. Aber dazu braucht man den CAO, dass er sagt, okay, für die Ukraine spende ich ein paar Krücken, ein paar Infrarotlampen zur Genesung, ein paar Verbände, ein paar Liegen für das Lazarett etc. pp. Es kann jeden treffen. Sie hören im Hintergrund Einsatz-Report24. Danke. Wer weghört und wegsieht, kann Mittäter sein. Ich rufe jetzt den nächsten Key-Account an. Ich hoffe, dass da der Schlüssel passt. Was ich heute erfahren habe über die Tragiken in der Ukraine, das ist sehr schwer zu beworten. Unterwegs für mehr Mensch mit dem Filmbike. Ich will über mich gar nicht so viel Werbung machen, weil mir geht es nicht so tragisch wie den Kindern und den Familien in der Ukraine. Warum es dort so dramatisch zugeht, versuche ich zu eruieren. Aber ich hoffe, dass ich auch etwas retten kann. Wann? Jetzt. Es ist unglaublich, was ich heute an meinen Ohren herankommen lassen musste. Aufgrund von Notstromaggregaten Fragen. Ich habe viel erlebt, aber das, was ich heute hören musste, dass ein großer Mensch, nicht Vorstand, Mensch, versucht zu löschen. In der Ukraine, was zu löschen geht. Weil er wissen will, dass die Spenden auch ankommen, fährt er selbst von einer Organisation mit. International Aid Group.com setzt sein Leben aufs Spiel. Das muss man sich mal vor Bilde führen. In Nürnberg wurde ich jahrelang diskriminiert, weil ich Rettungsprojekte unterstütze. Aber heute gab es eine Mega-Key. Das beweist ein weiteres Mal, wer nicht aufgibt, der obsiegt. Nach dem Motto,
Olli Kahn. Und Muhammad Ali. Er war gegen den Krieg in Vietnam. Und ich bin irgendwie so gegen den Krieg in der Ukraine. Auch. Generell brauchen wir Dialog Keys. Sicher in die Zukunft. Abus. Melden Sie sich bei mir. Nicht nur Abus, CAOs. Je mehr Frieden wir ebnen, umso mehr Frieden erhalten wir. Schauen wir weg, dann schaut es schlecht aus für unsere Zukunft. Denn dieser Krieg ist nicht weit weg von uns. Wir brauchen immer die Vogelperspektive für mehr Mensch. Denken Sie bitte darüber nach und schreiben Sie mir eine E-Mail an tvgalacom@gmail.com. tvgalacom@gmail.com. Und das für eine bessere Welt. Und viel Glück. Schauen Sie nicht weg. Morgen könnte der nächste Notfall zu hören sein. Wer jetzt sagt zu mir, am 30.08.22. Quinn, ich habe keine Zeit. 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 Der muss wirklich was im Leben falsch verstanden haben. Hören Sie? Das sind Menschen, die atmen und versuchen, mitzuretten. Plötzlich haben die Zeit. Schreiben Sie mir Ihre E-Mail an tvgalacom@gmail.com mit Ihrer Mobilnummer und dann schaffen wir eine bessere Welt. Und ich möchte nochmal betonen, ich heiße nicht Einstein. Sie verstehen? Falls nicht, wird's Zeit. Guten Tag, auf gut Deutschland, Zukunft. Galacom.tv